Hebräer, hebräisch, hebräische Sprache und Israel, auch als eben der zweite Name von Jakob, also des Stammvaters, des Volkes Israel. Wie kam es dazu? Was sind die tieferen sprachlichen Wurzeln dieses Namens und des Wortes Hebräer? Hebräer, das Wort Hebräer kommt vom hebräischen Wort Ewer, also oder sagen wir von der Wortwurzel ein Bet Resch, da in allen möglichen Ableitungen vorhanden. Aber sowas wie eine Grundbedeutung könnte man vielleicht angeben als hinüber, überqueren. Auch einfach nur wirklich hinüber, aber im Besonderen eben das Überqueren einer, das heißt einer Grenze, eines Flusses, insbesondere dann im geografischen Sinne. Und das ist dann auch so die traditionelle, sagen wir mal, historisierende Erklärung, dass dieses Volk der Hebräer eben so genannt wird oder sich selbst so nennt, weil sie von überqueren, also weil sie von jenseits eines Flusses, eines bestimmten Grenzflusses oder dergleichen sind, von dort kommen, dort wohnen und so weiter. Und auch wenn das vielleicht jetzt erstmal nur eine oberflächliche, platte Erklärung ist, so kann man es ja auch aus der tieferen, geistigeren Richtung her mal untersuchen. Und dann ist das jenseits eines Flusses wohnen auch schon gar nicht so verkehrt. Wir haben ja schon oft das Wasser als mit der Zeit, mit der Zeitlichkeit, mit der Zeitwelt überhaupt assoziiert, kennengelernt. Und der Fluss eben noch sprechenderes Bild sozusagen für genau dieses Fließen der Zeit, für diesen linearen Zeitstrom, der scheinbar alles dahin rafft. Niemand oder du kannst nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen, so sprechen manche. Nietzsche führt es, glaube ich, auf Heraklit zurück und jedenfalls eine Binsenweisheit sozusagen, dass im Fluss zu sein bedeutet, dass in Bewegung alles ist, alles Pantarei, so das etwas bekanntere Heraklit-Zitat, alles fließt. Das ist so die konkreteste Beschreibung vom ganz Handfesten her, was es mit Zeit, Zeit erleben, wie wir Menschen es kennen, auf sich hat. Aber um noch nicht wieder in diese Richtung so weit abzudriften, also der Hebräer ist der, der jenseits dieses Flusses, dieses Stromes der Zeit, der Zeitlichkeit wohnt oder von dort kommt, dort zu Hause ist. Jedenfalls als Wurzel eben dieses Jenseitige. Und da haben wir auch schon einen geradezu theologischen Fachbegriff. Und wenn man es jetzt mal nicht mit zu vielen Bildern vorbelastet versteht, das Jenseits im Sinne von der Himmel mit weißen Wolken oder dergleichen, es erstmal einfach hinnimmt als die andere Seite gegenüber dem, was wir kennen, dieser Welt, dem Diesseits, steht als das Unbekannte, Unerforschliche auch aus dieser Perspektive hier, aus dieser Erlebnisweise hier, dem gegenüber steht dieses Jenseits, das Jenseitige, das Ewige gegenüber dem Zeitlichen auch. Es gibt viele diese paarweisen Zuordnungen, spiegelt sich dann auch in allen Paaren in gewissem Sinne wieder, auch männlich, weiblich wird ja dann gern mit dem Himmlischen und dem Irdischen quasi parallel gestellt, so auch eben mit dem Ewigen und dem Zeitlichen, mit dem Jenseitigen und dem Diesseitigen. Insofern also mal die Wurzel von den Hebräern, von der sprachlichen Wurzel her etwas angedeutet, umkreist, sagen wir mal. Und gut, rein vom biblischen Narrativ her kann man natürlich noch sowas sagen wie Eber ist dann eben auch einer der genannten Vorväter von Abraham insbesondere und dann eben auch natürlich vom Volk Israel, vom Stammvater Jakob. Und vielleicht erwähnenswert sowas wie, dass in manchen Midrashim davon erzählt wird, also in manchen mündlichen Überlieferungssträngen, Erzählungen, wird davon erzählt, dass Abraham sein ganzes Wissen über die Tora und ja, hier müssen wir mal wieder kurz abschweifen und feststellen, dass die Tora, obwohl zeitlich betrachtet, wenn man es dem biblischen Geschichtsverlauf entnimmt, ja erst mit Moshe gegeben wird, also einige Generationen nach Abraham,
Aber es gibt kein Vorher und kein Nachher in der Tora. Auch das hatten wir schon des Öfteren angemerkt und vor allem fett unterstrichen, weil ohne dieses Grundprinzip kann man eigentlich nur verloren gehen in dieser, ja, in dieser Zeit der Bibel, wie die Bibel Zeit beschreibt. Wenn man sie nämlich für irdische Zeit hält, dann kann man die haarsträubendsten Konsequenzen daraus ziehen. Also es gibt kein Vorher und kein Nachher in der Tora. Die Tora ist nicht erst Mosche und seiner Generation, den darauf folgenden, verfügbar, sondern seit Adam an im Endeffekt. Das ist ja, die Tora ist ja vom Wort her die Weisung, die Lehre, die Weisung eines liebenden Vaters, des Schöpfers, des ewigen Gottes, an alle seine Schöpfung letztlich, aber gerade der Mensch, die Menschheit, ist eben der Moment in der Schöpfung, der das auch dann bis zu einem gewissen Grad jedenfalls bewusst erfassen kann, was ihm da gereicht wird. Das ist eben diese, ja, diese Lehre, dieses Wort Gottes, was ja auch das ist, was ihn in die Gottesebenbildlichkeit erhebt gegenüber der Mitschöpfung sozusagen. Jedenfalls auch schon bei Abraham und vorher ist da so eine Tora, die Tora vorhanden, die Weisung des Ewigen, den Menschen bekannt oder zumindest manchen Menschen, so wird dann auch gesagt, es ist eben die Linie, die über Seth sich entwickelt hat, also dem Sohn von Adam, der anstelle von oder als Ersatz, wie es manchmal ausgedrückt wird, für Abel, für Hevel, Adam und Chiwa, Adam und Chawa, Adam und Eva gegeben ist in diesem Bild. Die Linie Kains also, davon haben wir schon einmal gesprochen, vor nicht allzu langer Zeit, die geht sozusagen ins Leere zu Ende. Sie endet dann mit Lamech und Tubal Kain und den Geschwistern. Jedenfalls wird sie dort nicht weiter erzählt. Die Linie von Seth dagegen geht weiter. Und das ist dann die Linie, aus der eben das auserwählte oder ausgesonderte Volk Israel eben entstehen wird, hervorgehen wird. Und aus dem eigentlich in gewissem Sinne alle Menschheit nach der Sintflut, zumindest so, wenn man es mal ganz grob dem biblischen Erzählen nach beurteilt, die ganze nachsintflutliche Menschheit ist eigentlich von den Kindern Seths abstammend, denn die Kinder Kains sind, sagen wir mal, Teil des Problems dieser vorsintflutlichen Welt, wodurch dann eben dieses Reinigungswasser über die Schöpfung kommt. Aber auch hier wieder nicht allzu eindimensional all das auffassen. Wir haben auch schon davon geredet, dass das Geschlecht Kains heute lebendiger ist oder lebendig ist wie je, wie seit eh und je, wie man so sagt. Und man nicht davon ausgehen sollte, auch hier wieder kein Vorher und kein Nachher in der Tora, dass man nicht davon ausgehen sollte, dass dieses Geschlecht Kains in der Sintflut irgendwann einmal in der historischen Zeit hinter sich gelassen wurde und wir jetzt nur noch aus den Kindern Seths bestehen würden. Jeder einzelne Mensch vereinigt letztlich beide diese Dynastien in sich. Und auch da wurde ja schon was zu gesagt, dass Hevel, Abel eher für das Geistige im Menschen steht, während Kain eben dieses körperliche, materielle, handfestere Prinzip verkörpert, symbolisiert. Und so kann man auch vielleicht sagen, dass die Set-Linie insgesamt eben das eher dem Geistigen zugeneigte Element der Menschheit ist. Und sich natürlich dann auch daraus das Eigentumsvolk Gottes Israel rekrutieren muss sozusagen. Oder daraus zumindest die Wurzel entsprießen muss. Und so geschieht es dann ja auch zunächst einmal eben über diesen besagten Eber, den Stammvater aller Hebräer. Eber also der Jenseitige und gehen noch etwas weiter zurück und da finden wir den Sohn Noahs, der in dieser Reihe steht, nämlich Sem oder Shem. Shem heißt ja auch einfach der Name. Shem, der Name also. Und Ewer, einer seiner Urenkel, grob gesagt, ist dann der Jenseitige. Und genau diese beiden werden dann auch genannt in den sagt Midrasch, oder es gibt vermutlich mehrere solcher Nebenerzählungen zur schriftlichen Bibel, die erklären, woher Abraham überhaupt gewisse Prinzipien der Tora, der Weisung Gottes, kennt. Und
Da wird dann eben gesagt, er hat es gelernt im Lehrhaus, im Besmedresch oder Beit HaMidrasch, also im Haus des Suchens, Studierens, Lernens. Im Besmedresch von Shem und Eber, von Sem und Eber, also von seinen beiden Urahnen, könnte man sagen. Und von diesen beiden wird ja auch, wenn man jetzt das wieder zeitlich-historisch sehen will, dann auch ganz klar als Lebensalter eine hohe Zahl angegeben, sodass man sogar wirklich das nachrechnen könnte. Ja, die beiden leben noch zu Zeiten Abrahams. Aber um das jetzt nicht in diesem nur märchenhaften Sinne zu sehen, der sich irgendwie in der Vergangenheit verliert, man versucht, können wir einfach mal den Namen ein wenig folgen. Sem, also Shem eigentlich, der Name, also sein Name ist das Wort Name. Und da wird also diese Beziehung zum Namen, natürlich insbesondere dann zum Namen Gottes, ausgedrückt, die in diesem der Söhne Noahs, also dem besonders Gesegneten der drei Söhne, Sem, Cham und Japhet, von denen es ja noch die Semiten, wenn wir das ethnisch betrachten wollen, ihren Namen zumindest ableiten. Alle Semiten sind in diesem Sinne also die Namenskundigen, könnte man sagen. Und Sem, Shem als der Urvater, ist dann eben wirklich die Quelle dieser Namenskundigkeit, könnte man sagen, dieser nachsintflutlichen Menschheit. Und einer dessen wichtigen, besonders hervorgehobenen, sagen wir mal, Urenkel ist dann eben dieser Eber, der Hebräer, der erste Hebräer, der Stammvater des breiten Volkstums der Hebräer, aus dem dann später auch die Israeliten hervorgehen werden. Und Eber ist dann neben dem Namenskundigen eben auch nochmal der Jenseitige, der also nochmal eine besondere Beziehung zum Ewigen gerade dadurch ausdrückt, vielleicht verkörpert, dass eben dieses Jenseitige ihm zum innersten Wesenskern mitgegeben ist, sagen wir mal. Eben als sein Name, und der Name ist ja sowas wie das innere Geheimnis, zumindest andeutend, tragend, bis zu einem gewissen Grad ausdrückend, so weit das eben möglich ist. Also beim Namenskundigen und beim Jenseitigen lernt Abraham, in deren Lehrhaus lernt er die Weisung des Ewigen kennen. So, also schon mal ein guter, fruchtbarer Boden gelegt in diesem ersten der drei Erzväter, wie sie oft genannt werden, Abraham, Isaak und Jakob. Und natürlich geht es dann weiter. Und in der Familie wird das Wissen weitergegeben. Und so landet es dann letztlich natürlich auch bei Jakob und allen seinen Söhnen und auch seiner Tochter nicht zu vergessen, bei allen seinen Kindern. Und damit eben beim Volk Israel, bei den 12 Stammvätern der Stämme Israels. Und vielleicht kann man noch zum Hebräertum oder vom Hebräertum noch einmal ausgehen und nicht nur über diesen Namen des Urvaters, des Stammvaters und des Volkes eben in diesem Kontext verstehen, sondern auch die hebräische Sprache als die Sprache der Hebräer, die Sprache der Jenseitigen also, derer, die vom Jenseits erzählen können, weil das ihre wahre Heimat ist. Und das Hebräische ist somit die jenseitige Sprache, die transzendente Sprache, könnte man auch sagen. Und so ist es quasi dann auch aus dieser Perspektive heraus sehr wohl begründbar, warum eben die Schöpfung, die Worte, die Schöpfungsworte auf den ersten Seiten der Bibel von Gott gesprochen, gerade auf Hebräisch sind und überhaupt die ganze Tora, eben gerade die hebräische Sprache, als Vehikel wählt für unsere Wahrnehmung hier. Weil es eben die Sprache vom Jenseits ist, die vom Jenseits mitgebracht ist, beziehungsweise in dieser jenseitigen Sprache wird überhaupt erst die Welt geschaffen. Man sagt auch, Gott schaut in die Tora und schafft dadurch die Welt. Also er durch sein Lesen und das Begegnen mit der
Schrift mit diesen hebräischen Zeichen, beziehungsweise mit der hebräischen Sprache, erschafft er die Welt oder erschaffen sich durch diese Begegnung des Vaters, der ihm in diese Zeichen hineinschaut, sie liest. Durch diese Begegnung entsteht die Welt, wird die Welt geschaffen. Das Wort Lesen und Begegnen hat auch im Hebräischen dieselbe Wurzel. Kufresh, also Kufresh Aleph ist das Lesen und Rufen. Das dritte Buch Mose zum Beispiel wird einfach Vayikra genannt, weil es mit diesen Worten anfängt. Und er rief, wie Moshe gerufen wird von Gott. Also, und Gott rief Moshe zu sich ins Zelt hinein. Und von den Hebräern und dem Hebräischen als dem Jenseitigen, dem vom Jenseitigen Erzählenden ausgehend, versuchen wir jetzt also mal über Abraham, der eben dann als der Stammvater im Land sozusagen, also der, man könnte auch vielleicht sagen, bis hinabsteigt eben, wir haben schon zu dem Verhältnis der beiden Namen Avram und Abraham etwas gesagt, einmal, dass der erhabene Vater Avram zum Abraham berufen wird und dadurch also zum Vater des Getöses werden soll. Also vielleicht der erhabene Vater sich herablassen soll unter die Menge der Völker, um ihnen Vater, um ihnen Quelle, Vater und Quelle, auch ein im Prinzip das gleiche Wort ist, Ave, kann man auch als eine Art Quelle übersetzen, zumindest in bestimmten Kontexten. Und so soll also Abraham nicht nur dann später dem Volk Israel der Stammvater sein, sondern der Menge aller Völker letztlich. Und im Neuen Testament dann ja insbesondere als Vater aller Gläubigen, aller Vertrauensvollen, aller Treuen bezeichnet. Also der Vater der Emuna, vom hebräischen Wort der Emuna, von diesem, auch dazu haben wir schon was gesagt, diesem Verhältnis von der Wahrheit Emet zu Emunah, zum Vertrauen, Treue, Glauben, diesem ganzen Pistis im Griechischen des Neuen Testaments und im Deutschen eben mit mehreren Wörtern nur umschreibbar, Vertrauen, Treue, Gewissheit durchaus auch. Also dieser Vater der Emunah, dieser Seelenkraft, die sogar noch die Wahrheit übertrifft in der Reichweite, könnte man sagen. Wo die Wahrheit nur bis ans Ende dieser Welt des Exils, bis zur 400 des Buchstabens, des Zeichens Tav, Tau, führen kann. Dort durchbricht sozusagen die Emunah, das Vertrauen, der Glaube noch diese Welt der Siebenheit, die 7 mal 7, bricht zur 50 des Nun hindurch oder zur 5 des He, zum Kind-Prinzip, bringt die Frucht hier in diese Welt. Auch das Wort Amen am Ende eines Gebetes, wie man es meist übersetzt, ist ja im Prinzip dasselbe Wort, nur noch ohne die He-Endung, aber auch mit dem Nun am Ende, mit der 50 am Ende, anstatt der 400 von Emet bei der Wahrheit. Jedenfalls dieser Vater allen Glaubens, Abraham, noch eine wichtige Zwischenstation, könnte man sagen, zwischen Ewer, zwischen dem Hebräer, dem urtümlichen, dem ursprünglichen der Hebräer und dann Jakob, der Israel genannt werden wird. Natürlich ist es jetzt auch ein bisschen gewagt, hier so einzelne Stationen in dieser Dynastienreihe rauszugreifen und die für besonders wichtig darzustellen. Denn es gibt auch solche Mitteilungen in der Überlieferung wie jedes Wort in der Tora ist genau gleich wichtig. Also die Aufzählung der Namen der Zweitfrauen von Esau sind genauso wichtig wie, ich weiß nicht, wie das Schema Israel oder so, also wie das fundamentale Glaubensbekenntnis oder wie die 10 Gebote oder dergleichen. Also da wird eben die Betonung darauf gelegt, dass man nicht voreilig irgendwie selber Maß anlegen soll, das hier ist besonders hoch anzusiedeln, die 10 Gebote, ein mächtiger Abschnitt, ganz wichtig, jeder sollte ihn auswendig können und dann irgendwas, ja, da werden irgendwelche
Dynastienregister gegeben und Zahlen von oder Maßangaben für irgendwas gegeben, was dann gebaut wurde damals in der Vergangenheit. Das ist ja heute nicht mehr wichtig. Das ist eine völlig falsche Grundauffassung der Tora, denn die Tora ist eben ewig, alles ist gleich, alles ist nebeneinander, sozusagen parallel, präsent und da. Und wenn wir etwas aus unserer weltlichen Erfahrung und Wahrnehmung für weniger wichtig erachten, dann ist es eben nur das aus unserer weltlichen, menschlichen, verzerrten Perspektive vielleicht unwichtig erscheinend, aber in, einfach nur durch die Tatsache begründet, dass es eben in der Tora seinen Platz hat, in der schriftlichen Tora, ist schon ganz eindeutig klar gemacht, dass es eben fundamental wichtig ist, denn das Fundament der ganzen Schöpfung ist diese Tora und nicht nur Teile der Tora, sondern die ganze, die heile Tora. So also mit etwas Vorsicht zu genießen, dieses Herausgreifen von ein paar Personen. Also Shem haben wir jetzt rausgegriffen, Seth kurz was zu gesagt gehabt, Abel gegenüber Kain natürlich und daneben nach Sem, nach der Sintflut dann vor allem. Eber ist der Stammvater der Hebräer und Abraham, natürlich Isaak könnte man auch so viel zu sagen, das werden wir jetzt auch an dieser Stelle nicht können, ein anderes Mal, so Gott schenken wird und mir die Worte dafür gegeben werden, das ist ja auch ein Faktor, der nicht unbedingt garantiert ist. Wir kommen also zu Jakob und dem Namen, den er kriegt, Israel, Yisroel und gerade auf die Geschichte, wie es zu diesem Namen kommt, können wir vielleicht ein bisschen näher eingehen. Aber zunächst. Vermute, die meisten kennen die Geschichte, eine relativ kurze Geschichte im Bibeltext, Genesis 32 dürfte es sein, wo Jakob, nachdem er schon seine ganze Familie, seine ganze Habe über den Fluss oder Bach mit dem Namen Jabbok gebracht hat, wo er noch einmal zurückgeht und dann quasi in diesem Fluss, an diesem Fluss einen Kampf erlebt. Da wird wirklich dann nur relativ knapp formuliert und ein Mann rang mit ihm. Oder, und da rang ein Mann mit ihm. Und grob gesagt, sie rangen, keiner konnte den anderen jeweils überwinden. Dann ging die Sonne fast auf und der Mann, das Wesen, das Rätselhafte, spricht so etwas wie eben, die Sonne geht auf, lass mich. Und Jakob sagt aber, ich lasse dich erst, sobald du mich gesegnet hast. Und dann fragt er nach dem Namen Jakob und gibt ihm den neuen Namen Israel als Ausdruck dieses Segens sozusagen. Jakob fragt dann auch nach dem Namen des Mannes, des Wesens, aber das Wesen sagt, was willst du meinen Namen? Und gibt ihm keinen Namen. Und das ist so die sehr kryptische, kurze Erzählung in der Überlieferung und auch schon in dem Bibeltext. Bis hin, ich glaube, auch im Neuen Testament kommt dann an manchen Stellen was dazu, was man zumindest dann noch als kleine Zusatzinfo lesen kann. Jedenfalls ist relativ gängig die Auffassung, dass bei diesem Mann, dass sich bei diesem Mann oder diesem Wesen, mit dem Jakob ringt, um eine Art Engel handelt. Ein Engel des Herrn. Manche würde vielleicht eher sagen, ein Engel des Widersacher, der Widersacherseite. Und auch in der Überlieferung gibt es dann verschiedene Erklärungen. Also eine, die zum Beispiel Friedrich Weinreb im Rahmen einer etwas ausführlicheren Befassung mit dieser ganzen Jakob-Esau-Thematik gibt, ist, dass es sowas wie der Sar Esau, der Herr Esaus, also der Esau zugeordnete engelhafte Herr, und man könnte fast sagen Schutzengel, also das wäre wahrscheinlich so die in unserer Kultur verständlichste Umschreibung. Also es handelt sich um den Schutzengel Esaus, mit dem Jakob dort kämpft. Und dann wird halt auch
das so erklärt, dass später, wo sich Jakob und Esau treffen, Jakob bei der Bitte, doch das Geschenk anzunehmen, also der Bitte an Esau, seine Geschenke anzunehmen, die Jakob ihm mitgebracht hat, sein ganzes Vieh und so weiter, dass er das dann so ungefähr begründet. Ich habe dein Angesicht gesehen, wie das Angesicht eines, wie das Angesicht Gottes, so ungefähr. Und das wäre dann eben der Bezug auf diese Kampfszene, wo Jakob quasi das himmlische Urbild oder eben den himmlisch zugeordneten Schutzengel des Esau, seines Zwillingsbruders, erkannt zu haben glaubt, mit ihm gerungen hat, das Unentschieden im tatsächlichen Kampf aus, als Ergebnis herauskommt, dann aber er in gewissem Sinne doch das kriegt, was er eben wollte, nämlich gesegnet zu werden. Zum Wort des Segens haben wir schon manches gesagt, vom Wort im Hebräischen her, die 222 als Wert, die 2 auf allen Ebenen, auch wirklich aus den Zeichen für die 2, für die 200 und für die 20 geschrieben, Barach. Und dass das eben halt dieses bis hier in diese Welt der Zweiheit, bis also sowohl oben als auch unten, sowohl im Himmel als auch auf Erden, drückt sich wahrer Segen aus. Und das eben ist es, was Jakob quasi sich errungen hat von diesem himmlischen Botenwesen, von diesem Schutzengel Esaus, dass er nicht nur als der Auserwählte von den beiden Zwillingsbrüdern sozusagen vor Gott im Himmlischen für das Ewige der Erste und der Erwählte ist und dort sozusagen sein einziges Glück findet, sondern er will auch hier in dieser Welt, in der Welt der Erscheinung, seinen Platz bekommen und auch dort diesen Segen, den wahren Segen eben erleben dürfen. Und das ist also sein Wunsch an den Engel. Und ich muss gerade mal meinen Kater hier abhalten von Experimenten. Jedenfalls dieser Segen, den Jakob sich also erhofft, drückt dann auch ungefähr das Verhältnis aus, in dem Jakob zu seinem Zwillingsbruder Esau steht. Jakob ist der, der eben wiederum für das Geistige, das Innere, das Geheimnis im Menschen steht. Und Esau steht eben für das Äußere, die äußere Form, die Erscheinung auch des Menschen. Und so ist also in jedem konkreten Menschen hier in der zeitlichen Welt Jakob und Esau, das Zwillingspaar ist hier vereint in der Gesamtexistenz unserer Erscheinung. Also man könnte auch sagen, die weibliche Seite ist die Esau-Seite und das Innere, die männliche Seite, Zachar, Zachare, das Erinnerte, das Verinnerlichte, das Geheimnis, das Verborgene, das ist eben die Jakob-Seite. Und der Name Esau geschrieben, genauso wie Esau oder Asu, tut, macht, also ein Befehl an eine Mehrheit, also an ihr sozusagen. Ihr macht. Und überhaupt das Machen ist ja das, was Esaus Existenz ausmacht. Er ist immer am Jagen, am Erreichen wollen irgendwas. Ihm geht es sozusagen um, dass sie in der Welt etwas leisten. Deswegen auch die Nähe zur ganzen Kainlinie. Er kommt zwar nicht aus der Kainlinie, er kommt aus der Seth-Linie natürlich, er ist immer noch ein Kind Yitzchaks, ein Kind Isaaks, ein Kind also Enkel Abrahams also. Und dennoch, er hat diese Neigung zur Kainslinie, zu diesem eher körperlichen Aspekt des Menschen. Es werden viele Geschichten dann auch neben dem biblischen, schriftlichen Geschichtsstrang noch erzählt, dass er zum Beispiel mit Nimrod, also mit einem der großen bösen Könige sozusagen, der schon Abraham immer gejagt hat und ihn vernichten wollte, es aber nicht geschafft hat. Dann wird aber Esau auch am Ende als der Mörder Nimrods, der Nimrod enthauptet hat, gezählt, was dann der Grund gewesen sei, warum er so leichtfertig sein Erstgeburtsrecht an Jakob verspielt. Der Geschichte mit der roten
Linsensuppe, wie es manchmal übersetzt wird, weil er sowas sagt wie, ach, was soll mein Leben mir noch? Ich sterbe doch sowieso ziemlich bald, denkt er, weil halt die Schergen des Nimrod ihm auf den Fersen sind. Die wissen, dass er den König Nimrod erschlagen hat oder enthauptet hat. Solche Geschichten also finden sich. Die eine oder andere widerspricht sich auch mit einer anderen. Das ist ja immer das Schöne an der Überlieferung, dass da alle Freiheit der Ewigkeit besteht und man es auf keinen Fall in diesem historisch-linear-zeitlichen Sinne irgendwie verstehen wollen sollte. Esau jedenfalls drückt dieses Prinzip des Gehetzten, des in der Welt etwas erreichen wollenden, der sich mit Königen arrangieren will, aber auch in Konflikt gerät und der im Gegensatz zu Jakob, von dem gesagt wird, er war ein ruhiger Mann, der im Zelt blieb. Von Esau wird gesagt, er ist unterwegs und er geht hinaus ins Feld und jagt im Feld, also in der weiten Wildnis, das Tier. Und das kann man dann auch wieder mit der Vierheit assoziieren, also das Verhältnis von der Einheit zur Vierheit, die Einheit, das Zentrum, das Innerliche, was eben durch Jakob ausgedrückt ist, wie der Punkt in der Mitte eines Kreises, der Mittelpunkt. Und Esau als der Kreis, der Umkreis dieses Kreises, niemals den Mittelpunkt finden, sondern immer am Rande bleibend. Auch der Bezug zum Wort für Götzendienst könnte hier angeführt werden. Avodah Zarah, also ein Wort für Götzendienst. Der Dienst am Äußeren, zumindest eine mögliche Übersetzung. Also immer nur am Rand dieses Kreises zu bleiben. Und so wie dann vom Erdkreis auch gesagt wird, dass er paradoxerweise vier Ecken hat, vier Richtungen, ist eben die Vierheit auch gerade mit der irdischen Seite der Schöpfung assoziiert. Ja, vier, auch das weibliche Prinzip wurde alles in den, sagen wir mal, einführenden Monologen schon mehr oder weniger ausführlich angesprochen. Und Esau also auf der Jagd nach dem Tier die ganze Zeit. Das Tier, gerade die Tiere im Feld, sind auch die, die vier Beine haben üblicherweise. Er jagt also immer dieser Viehheit nach, die aber unterwegs ist, am Rennen ist. Und wenn er sie mal gekriegt hat, dann ist schon das nächste Tier, was er wieder jagen will. Und er kriegt sozusagen niemals das, was er wirklich, was dann ihm die endgültige Befriedigung seines Jagdtriebes geben, schenken könnte, sondern er ist immer weiter auf der Jagd nach der Viehheit. Denn in dieser Welt der Viehheit werden wir niemals das Heil, also das wirkliche Heil finden. Hier kann man immer nur weitere Tiere jagen und für den Moment sich damit gut eindecken, versorgen können. Aber auch das wird dann wieder aufgebraucht sein und man muss das nächste Tier, die nächste Viehheit jagen, ihr hinterherjagen. Und so wird man immer auf Trab gehalten von der Welt, von der Viehheit. Und wenn man sich eben darin verliert, und das ist eben ausgedrückt in diesem Esau, der ständig am Machen ist und am gehetzt werden, am Fliehen oder am Jagen und eben im Umkreis, am Rand, am Äußeren seinen Dienst verrichtet, dann ist man sozusagen nur der Welt der Erscheinung verfallen. Und in diesem Sinne ist Esau eben das Prinzip des Erscheinens des Menschen. Des Erscheinen, der erscheinenden Seite des Menschen, der äußeren Seite des Menschen. Nicht zu verachten. Wir sollen Esau nicht verachten, denn er ist unser Bruder. Es wird immer wieder, also zumindest an mehreren Stellen in der Heiligen Schrift, genauso formuliert in den gängigen Übersetzungen: Verachtet nicht euren Bruder Esau. Das heißt nicht, wir sollen nur Esau sein, aber wir sollen diese Seite der Existenz, die erscheinende Seite, die körperliche Seite, die materielle Seite nicht verachten. Und genau das ist ja dann auch das, was Jakob mit seinem Segenswunsch ausdrückt. Er will eben auch seinen Platz in dieser Welt der Erscheinung haben, in dieser Welt Esaus. Und steht aber im großen Konflikt mit Esau, weil Esau sich betrogen fühlt von seinem Zwillingsbruder Jakob. Also das Äußerliche fühlt sich betrogen von diesem innerlichen Geheimnis. Und ja. Dagegen tun kann Jakob erst einmal nichts. Er ist sozusagen rein äußerlich der Übermacht Esaus ausgeliefert. Er hat schon gehört, Esau zieht dir entgegen mit 400 Mann. Und zur Zahl 400 haben wir ja schon des Öfteren was gesagt. Also quasi
zieht ihr entgegen mit der ganzen Welt. Esau hat die ganze Welt auf seiner Seite. Jakob ist mehr oder weniger allein mit seinem Vieh, mit seinen Herden, mit seinen zwei Frauen, zwei Nebenfrauen, mit seinen Söhnen und überhaupt mit seinen Kindern und kann nur hoffen, dass seine Beschwichtigung sozusagen, seine Geschenke, sein Tribut, diese ganzen Wörter auf Hebräisch haben immer mit der Wurzel Noach zu tun, die Ruhe, die 58 vom Zahlenwert wieder, die Gnade, Chen auch, also sehr eng damit verknüpft. Nur darauf kann also Jakob hoffen in seinem Wettstreit mit Esau, erst einmal. Aber durch diesen Kampf mit dem Engel Esaus, mit dem Schutzengel Esaus oder auch, wie es Weinreb einmal ausdrückt, mit dem Engel des Erscheinens, mit dem Engel der Erscheinung und sein zumindest nicht Verlieren gegen ihn, sondern sein nun eben Unentschieden, was dann zum gesegnet werden führt, dadurch kriegt er eben diesen seinen Platz in der Welt Esaus. Und diese Welt Esaus ist eben die äußerliche Welt. Und der Segen ist eben auch immer in der äußerlichen Welt. Auch, nicht nur, aber auch. Ja. Und was kann man noch sagen zu diesem Kampf? Viel wird dazu gesagt, was jetzt auch auf keinen Fall hier allzu weit ausgeführt werden kann. Dass der Staub dieses Kampfes aufsteigt bis zum Himmel zum Beispiel. Zum Wort Staub gab es schon die ein oder andere Andeutung an anderer Stelle, aber da jetzt mehr drauf einzugehen, ist mir ohnehin nicht gegeben in dem gebührenden Maße. Was aber vielleicht noch gesagt werden kann, dass es einen Grund gibt, warum Jakob überhaupt nochmal alleine zurück über den Fluss geht. Denn er hat schon eigentlich mehr oder weniger, also fast seine ganze Habe, nahezu seine ganze Habe und alle seine Familienmitglieder über diese Jabok-Furt, also über diesen Durchgang gebracht, diese flache Stelle in dem Fluss. Und der einzige Grund, warum er dann doch noch einmal zurückgeht, ist, weil er ein, wie man sagt, zerbrochenes Krüglein vergessen hat. Ein zerbrochenes Gefäß. Und die, sagen wir mal, rationale Seite im Menschen sagt bei sowas natürlich, ja, was soll das denn jetzt? Ihm sogar noch funktionsuntüchtiges Haushaltsgerät holt er zurück und da geht er nochmal dieses Risiko ein, irgendwo in der Wüste nachts einen Fluss zu durchqueren. Und selbst wenn es nicht zerbrochen wäre, es wäre ja immer noch nur ein Töpfchen, ein Krug eben, also nichts, was man nicht irgendwie schnell ersetzen könnte. Aber da wird dann halt gesagt, ja, aber genau das, dieses sogar noch das kleine, scheinbar unwichtige, für die Welt unwichtige Detail für wichtig nehmen. Das ist es, was eben Jakob auszeichnet. Das ist es, was ihm die Möglichkeit gibt, diesen Kampf mit dem Engel der Erscheinung überhaupt zu führen. Letztlich ist also genau dieses für wichtig nehmen des scheinbar Unwichtigen, also für gewichtig halten des scheinbar leichten, verachtenswerten. Das ist gerade das, was Jakob ausmacht, was ihm sozusagen diesen hohen Wert gibt. Und da wird er dann auch verglichen, zum Beispiel mit Moshe, aber man könnte im Neuen Testament auch natürlich Christus, Jesus als das Vergleichsbild heranziehen, nämlich der gute Hirte. Denn vom guten Hirten wurde ursprünglich schon von Mose erzählt, dass er ein solcher ist und genau deswegen eben auserwählt wird, das Volk Israel aus Ägypten zu befreien, aus Ägypten herauszuführen, in die Freiheit zu führen. Und das wird ungefähr so erzählt, als Mose mit seiner Herde von Schafen im Gebirge unterwegs ist, merkt er plötzlich, dass ein kleines Schäfchen, ein kleines Lämmlein verloren ist. Und auch da wäre wieder die Sache, ja, bei seinen Hunderten, Tausenden von Schafen, dieses eine Lämmlein ist jetzt nicht so ein wirklicher Verlust. Es wird innerhalb von wenigen Monaten durch neuen Nachwuchs in der Herde ersetzt. Und man könnte ganz geschäftsmännisch sozusagen das
durchrechnen und sagen, ja, aber wenn er jetzt die Herde hier irgendwo lässt und nach dem einen sucht, dann könnte ja die Herde gerade in dieser Zeit irgendwie unter die Wölfe geraten oder anderweitig verloren gehen, können noch mehr von verloren gehen, die vielleicht ausbüchsen und was auch immer. Also kein gescheiter Hirte, sagen wir mal logisch, geschäftstüchtig denkender Hirte, würde diese Entscheidung treffen, wie sie Mose dann trifft. Er sagt nämlich, ich lasse meine Schafe hier und suche dieses eine kleine Lämmlein. Und dann geht er und erzählt über Stock und Stein und klettert an irgendwelchen Steinabhängen hoch und lang. Und dann findet er das kleine Lämmlein in einem Dornenbusch verheddert, also sich verfangen, das konnte sich nicht selbst befreien. Und er befreit es daraus. Und dann sagt man auch, und dieser Dornenbusch war es dann, der kurz danach in Flammen steht und er hat seine erste Offenbarung des Ewigen, der ihn beruft zum Führer für sein Volk Israel. Also, ob es nun jetzt genau dieser Strauch ist, in dem sich das Lämmlein verfängt, oder ob es jedenfalls in der Nähe ein Strauch, ein Dorngestrüpp ist. Jedenfalls nur die Tatsache, dass Mose eben sich dafür entschieden hat, dieses kleine Lämmlein zu suchen, trotzdem es ja so unwichtig wäre gegenüber der großen, breiten Herde, die er nicht verloren hatte. Nur deswegen ist er der gute Hirte, der wirklich gute Hirte, gibt sein Leben für die Schafe, wie es dann Jesus auch im Neuen Testament ausdrückt. Er kraxelt über Stock und Stein und klettert irgendwelche Wände hoch oder was auch immer. Und er nimmt jedes Risiko auf sich, um auch das letzte, das eine kleine Schaf von seiner Herde wieder zurückzubringen. Und der Lohn, oder sagen wir eher die Konsequenz daraus, er hätte es ja unmöglich sich erhoffen können oder damit rechnen können. Die Konsequenz ist, dass er dort ist, wo eben dieser Dornbusch brennt, aber sich nicht verzehrt. Also auch wieder diese paradoxe Qualität, wie eben das Himmlische sie immer zeigt, wenn es denn zur Erscheinung kommen will im Irdischen. Dieser brennende, aber nicht verbrennende Dornbusch ist dann also für Moshe die erste Offenbarung seiner Berufung. In also ganz ähnlichem Sinne erweist auch Jakob seine Qualitäten, als er nach diesem kleinen zerbrochenen Krüglein sucht und extra dafür noch einmal zurück über den Fluss geht. Das Krüglein, das zerbrochene Gefäß, das Jakob also vermisst hat und für das er noch einmal sich in die Gefahr begibt. Auf Hebräisch, das Wort für das Gefäß ist Keli. Keli, Kaflamet, J geschrieben. Und in dem Sinne könnte man es einfach als mein Kol, also das J am Ende, das I, das ist die Mein-Form, die Possessiv, erste Singularform, mein Kol. Und Kol ist das Ganze, das Alles, mein Alles. Also in dem Sinne ist es Jakob, der es zu seinem Ganzen erklärt. Also er empfindet dieses kleine Teil als essentiell für das Alles, für sein, mein Ganzes, mein Alles. Und Kol, das haben wir auch schon erwähnt, aus der 2030 zusammengesetzt, den Zeichen nach, entspricht also der 50. Also auch da haben wir wieder diesen Durchbruch durch die Siebenheit. Die Welt der Siebenheit in ihrer Erfüllung, der 7 mal 7, der 49, die würde einem immer nur vorrechnen, dass doch die wichtigsten Sachen der Habe schon längst dort sind, im neuen Lager, jenseits des Flusses. Und das jetzt zurück, noch einmal drüber zu gehen über den Fluss, nur wegen einer kleinen, relativ wertlosen Sache, doch unnötiges Risiko für Leib und Leben bedeuten würde. Und man würde es lassen, man würde es gar nicht versuchen. Aber die Welt des Durchbruches, also des achten Tages, des Durchbruchs durch diese 7 mal 7, die 50, drückt sich daneben darin aus, dass man das als das Seinige sieht, dieses die 50, meine 50. Und das ist das, wonach man sich sehnt, diesen Durchbruch.
ersehnt man mehr als alle Vernunft, alle rein rationale Vernünftelei, sagen wir eher. Die Vernunft wollen wir nicht gering schätzen, die Vernünftelei, das aufs rechnerisch-denkerische Reduzierende einordnen und einschätzen, das ist es, was hier, sagen wir mal, in die Kritik genommen werden soll. Und so ist es also Koli, Keli, das Koli, mein alles, was Jakob da noch einmal hinüberholt, auch noch hinüberholen will. Durch diese J am Ende wird allerdings aus der 50 im Zahlenwert die 60. So ist es also auch die 60, die Jakob da veranlasst, diese nun auf den ersten Blick gewagte, letztlich aber dann eben trotz des Struggles, trotz des Kampfes, also den er zu führen hat, durchaus segensreiche im wortwörtlichen Sinne Entscheidung treffen zu lassen. Es ist die 60. Die 60, die Samech, haben wir auch schon gesagt, ist dem Zeichen nach die Wasserschlange, die Schlange hier im Wasser, in den Wassern der Zeit, der Zeitlichkeit. Die Schlange also wiederum, die ihn in gewissem Sinne dazu verführt, den Weg noch einmal etwas länger zu machen. Hier sind wir wieder bei der langen Reise, die eingeleitet wird durch das Gespräch mit der Schlange, üblicherweise das Begegnen mit der Schlange. Und diese Samech, die Wasserschlange, haben wir aber auch schon im Rahmen des Alphabets einmal angesprochen, dass diese Wasserschlange dem Zeichen Wort nach, also dem Wort, dem Namen des Zeichens nach, Samech, auch Somech ist, auch als Somech auftritt, als die Stütze, als das Stützende, etwas Stützendes. Und so ist es ja dann auch diese fatale, im neutralen Sinne des Wortes, Entscheidung, diese fatale, das Schicksal, schicksalsschwere Entscheidung Jakobs, die entscheidende, ja, Dinge erst in Gang setzt in seinem weiteren Verlauf des Lebens, nämlich, dass er diesen neuen Namen kriegt, dass er seinen Platz bekommt. Also diese Stütze, diese Schlange im Wasser ist in dem Sinne seine Stütze, die ihm erst Halt gibt in dieser Welt, dass er eben nicht untergeht in den Wassermassen der erscheinenden Welt, der Welt Esaus, sondern es wird ihm Stütze gegenüber Esau. Und so sagt man dann ja auch, weil der Engel, der Schutzengel Esaus, quasi verloren hat oder zumindest nicht gewinnen konnte in diesem nächtlichen Kampf am Jabbok-Fluss mit Jakob. Deswegen geschieht es dann so, bei der tatsächlichen physischen Begegnung von Jakob mit Esau selbst, dass die 400 Mann, die symbolischen, also alle, die ganze Mannschaft, die Esau mitgebracht hat als seine Armee, dass die nach und nach verfließt, wegfließt einfach, sodass am Ende Esau alleine vor Jakob steht und Jakob sich also nur mit seinem Zwillingsbruder, mit seinem quasi ihm auf Augenhöhe entgegentretenden Gegenüber sich konfrontiert sieht. Und wie also Wasser, wenn es dann irgendwann sich verflüchtigt, wegfließt, tröpfchenweise verloren geht, dass am Ende nichts mehr bleibt im Eimer, zum Beispiel, wenn ein Loch im Eimer ist. Nach diesem Prinzip verflüchtigt sich also auch diese ganze Welt auf Seiten Esaus. Damit tritt er zwar an, aber weil er eben im Ewigen diesen Kampf nicht gewinnen konnte, verliert er auch hier die Möglichkeit, diesen Kampf zu gewinnen. Und auch in dieser Welt ist es dann Jakob, der bestehen kann gegenüber Esau, dem eigentlich Übermächtigen in dieser Welt. Und so ist also auch hier wieder die 60 das, was letztlich, trotzdem es erst einmal ein Kampf ist, wohlgemerkt, aber letztlich ist diese 60 für Jakob Stütze, die Stütze, die ihm den Halt gibt, auch in dieser Welt bleiben zu können. Und wo wir jetzt schon diesen etwas schlangenhaften Charakter, sagen wir mal, dieser ganzen Begegnung dort am Jabbok-Fluss angerissen haben, vielleicht auch noch darauf hingewiesen. Und der Engel oder und der Mann schlug Jakob auf die Hüfte, auf die Seite,
Und seitdem hinkt Jakob. Von daher bleiben wir erstmal nur bei dieser Symbolik des Geschlagenwerdens, trotzdem man sozusagen gewissermaßen gewonnen hat, nicht den ganzen Kampf gewonnen, aber den Segen errungen, den Segen als Gewinn geschenkt bekommen. Trotzdem bleibt eben dieses Geschlagenwerden auf die Hüfte. Und die Hüfte ist dann oft auch eine, sagen wir mal, euphemistische Umschreibung für den fleischlichsten Teil des männlichen, also insbesondere männlichen Körpers. In dem Sinne wird also gerade dieses, sagen wir mal, der Erde am deutlichsten zugewandte Körperteil geschwächt, im Sinne von, dass dieser der Erde zugeneigte Instinkt des Menschen Jakob, des Stammvaters Israels also, dass das geschwächt wird, um sozusagen seine Mission auf sich nehmen zu können, seinen neuen Namen, den er empfangen hat, dem gerecht werden zu können und eben dieser Stammvater dieses Israels zu werden. Wir haben schon oft gesagt, Israel ist sowas wie das geistig-seelische in der Menschheit, in jedem Menschen also, in der Menschheit insgesamt. Und dieser Schlag auf die Hüfte, der dann also zur Folge hat, auch dass gehinkt wird, also Jakob hinkt von da an, er kann nicht mehr in dieser Welt nicht mehr reibungslos laufen. Das könnte man vielleicht so als die Essenz, zumindest jetzt mal mit diesem Blickwinkel heraussehen, dass die Folge der Erwählung zum Stammvater Israels für Jakob ist, dass er seinen Gang in dieser Welt erschwert bekommt. Trotzdem er in dieser Welt auch erstmal den Platz überhaupt errungen hat, ist der Gang durch diese Welt nun keineswegs einfach leicht und wunderbar und ihm gehört die Welt. Er hat seinen Platz jetzt hier, aber sein Gang wird hinkend. Er kann nicht mehr mit aller Leichtigkeit sich hier bewegen, sondern jeder Schritt ist eben geprägt von diesem Kampf, diesem ursprünglichen Kampf, diesem Kampf, der sozusagen im Ewigen, im Verborgenen stattgefunden hat, aber seine Wirkung eben bis in die Welt der Erscheinung hinein entfaltet, bis in diese äußerliche Welt hinein. Und interessant ist vielleicht noch, dass gerade dieses Hinken oft als ein Symbol, also auch in allen möglichen Mythologien verschiedener Völker der Geschichte, dass dieses Hinken oft als ein Charakteristikum gerade des Teufels oder des Bösen, des Widersachers, eines Widersachers auftritt. Und in diesem Sinne könnte man also auch sagen, dass Jakob in diesem Kampf gerade einen Kampf mit dem Bösen, mit dem Satan sozusagen, ausfischt. Und zwar in gewissem Sinne mit dem Satan in sich selbst eben. Wir haben ja auch schon gesagt, dass Esau als sein Zwillingsbruder eigentlich auch kein anderer Mensch ist. Vor allem, wenn wir es jetzt auf unser Leben hier in der Welt der Zeit übertragen, da ist Jakob und Esau immer in einem Menschen vereint präsent, als eben das Innerliche und das Äußerliche. Und dieser Kampf des Innerlichen, des Jakob in einem, mit dem Schutzengel Esaus, also mit dem Engel der Erscheinung, mit dem eigenen Engel der Erscheinung in dem Sinne, ist also dieser Kampf am Jabok. Und man könnte sagen, es ist der Kampf auch mit dem eigenen Satan, mit dem Shaitan. Im muslimischen Sprachgebrauch, da wird sehr großer Fokus darauf gelegt, soweit ich das mit meinem beschränkten Wissen über diese Menschheitstradition weiß, dass eben der letzte große Gegner, der erste genauso wie der letzte sozusagen, der innere Shaitan, der innere Satan, der innere Widersacher ist, der sozusagen die erste umklammernde Schicht des wahren Selbst ist, also die Maske des Egos, die sich einem gerne, wie auch immer verkleidet, entgegenstellt und einen eben zur Egomanie, sagen wir eher, verführen will und verführen wird, solange man ihm nicht widerstehen kann. Dieser Kampf also des Innerlichen im Menschen mit der erdrückenden Gewalt des Erscheinenden ist so etwas wie der Kampf mit dem eigenen
inneren Widersacher. Und der Preis ist dann eben, dass dieser Widersacher sich auch in der äußeren Realität als dieses Hinken geltend macht, als diesen schwerfälligen Gang hervorrufend. In dieser Welt keinen leichten Gang durchs Leben zu haben, sondern eben hinkend nur vorwärts zu kommen. Und trotzdem ist ja der Segen daraus entstanden. Trotzdem wurde eben Jakob gesegnet von diesem Engel, beziehungsweise durch diesen Engel. Der Segen aller Segen kommt immer vom Ewigen selbst, vom Vater im Himmel, vom lebendigen Gott. Aber Boten, Engel sind ja nichts anderes als Boten, den Worten nach, können alle möglichen Engel sein. Boten für diesen Segen, also die diesen Segen dann auch zu den Menschen bringen. Und so ist natürlich auch der Satan als ein Engel Gottes zu verstehen, als ein Botschafter, ein Bote Gottes, der durchaus auch Segen bringt, wenn man eben seinen Versuchungen widersteht und seinen Anfechtungen standhaft gegenüber bleibt. Nicht davon sich zerstören lässt, sondern sich davon nur abschleifen lässt, so lange bis sozusagen keine Kanten mehr im eigenen Wesen vorhanden sind, dass diese Anfechtungen gar keinen Angriffspunkt mehr haben. Also wenn man so lange geschliffen wird von diesem Schleifstein, den der Feind nun mal verkörpert, wenn man so glatt geschliffen ist, dass der Schleifstein gar keinen Ansatzpunkt mehr hat, dann läuft man auch nicht mehr Gefahr, irgendwelchen Versuchungen ausgesetzt zu sein, beziehungsweise den Versuchungen nicht mehr zu verfallen. Man kann diesen Versuchungen dann widerstehen und gleichzeitig wird man auch nicht mehr geschlagen. Man kann nicht mehr getroffen werden von den Schlägen des Feindes, weil sie sozusagen an einem abperlen, einfach vorbeigleiten und dann in diesem, sagen wir mal, hypothetischen Endsiegzustand über den Feind in sich selbst, dann ist man der perfekt geschliffene Diamant sozusagen und der Schleifstein kann einem nichts mehr anhaben. Man ist dann selbst sozusagen härter als dieser Schleifstein und der Schleifstein würde an einem selbst kaputt gehen. Aber um nicht diese Bilder jetzt über zu strapazieren. Es ist also Jakobs Kampf mit auch dem Satan, dem Widersacher. Dieser Kampf, der seine Konsequenzen nach sich zieht, einmal in dem Hinken, in der geschlagenen Hüfte, andererseits aber eben in dem Gesegnetwerden, in dem seinen Platz auch hier in dieser Welt bekommen, den man sich so ersehnt hat, als dieses Geheimnis, das Jakob ja verkörpert, das innerliche Moment im Menschen, im Menschlichen, dass das sich auch äußerlich ausdrücken darf, bis zu einem gewissen Punkt, bis zu einem gewissen Grad. Und so wundert es eigentlich schon gar nicht mehr, wenn man dann auch solche Zahlenspielereien noch gezeigt bekommt, dass der Name Israel, der neue Name also, der nach diesem Kampf als Ausdruck des Gesegnetseins Jakob verliehen ist, dass das vom Zahlenwert die 541 ist. Und diese 541 ist genau die Summe von dem Namen Jakob. Das ist nämlich die 182 und dem Wort Satan, das ist nämlich die 359. Also 359 von Satan zu den 182 von Jakob dazu gerechnet sind genau die 541, die dann auch Israel sind. Also Jakob, der Mensch, das Innerliche des Menschen plus den bezwungenen Satan in sich selbst zu integrieren, zu schaffen, das ergibt das wahre Yisrael, das wahre Israel, das eigentlich geistig-seelische Menschen. Aber wir haben jetzt schon so oft diese ganz grobe Umschreibung benutzt, das geistig-seelische im Menschen für Israel, dass an diesem Punkt des Erzählens vom heutigen Tag eigentlich klar sein müsste, dass es eben nur das ist, eine ganz grobe Umschreibung. Israel ist eben sehr viel mehr ausdrückend. Also auch wenn wir bedenken, dass ja im letzten Monolog angesprochen, die beiden Reiche
des Gottesvolkes in Nord- und Südreich gespalten, dass da gerade das Nordreich, also die körperliche Seite und diejenige, die in den Völkern völlig verloren geht, also sich selbst gänzlich verliert beim endgültigen, also nicht endgültigen, aber beim bis auf weiteres Letzten zerstreut werden unter die Völker infolge des assyrischen Exils oder der assyrischen Verschleppung. Dass dieses Israel also gerade als das Nordreich verstanden nicht das Ganze ist, sondern dass es dann auch einfach Haus Josef genannt wird, das Haus Josefs oder das Haus Ephraim. Das Wort Ephraim könnte man auch übersetzen als vom Wort Frucht abgeleitet. Peresch, Ephraim, Afar mit Aleph geschrieben, anstatt mit Ein. Ein Afar wäre der Staub, das so wurde schon manches gesagt, mit Aleph stattdessen, also mit der 1 anstatt der 70 am Anfang. Das ergibt dann die Asche. Also Afar ist auch Asche und Ephraim wäre dementsprechend eine Art Dualform von der Asche. Also und Asche gegenüber dem Staub. Der Staub, also die Vielheit, die 70 am Anfang, und die Asche, die Einheit. Denn gerade durch das Verbranntwerden, durch das Aufsteigen, also des Geistigen als Rauch, und das, was zurückbleibt, ist dann eben die Asche. Da ist also dieses Moment des Einswerdens im Vordergrund, während beim Staub da eher das Zersplittert und Zerschlagenwerden in die Vielheit ausgedrückt wird. Dann könnte man aber auch das Aleph von Ephraim am Anfang als eine erste Person Singular verstehen, also als eine Kurzform für Ani. Und dann wäre es sowas wie, also etwas frei übersetzt, aber so wird es dann, soweit ich weiß, auch gedeutet in der Überlieferung. Ephraim bedeutet sowas wie, ich bringe Frucht, ich fruchte, und zwar im Dual, Ein, also zweimal. Einmal im Jenseits und einmal hier im Diesseits. Also auch da ist dieser Bezug zu dieser Zeitigkeit oder diesem Paradox, was hier verwirklicht werden kann, dass der Segen für Jakob und sein Name Israel gerade darin besteht, eben sowohl oben, sowohl im Ewigen, im Innerlichen, im Geheimen, als auch dann in der Welt der Erscheinung, in der Welt seines Zwillingsbruders Esaus, sich selbst verwirklichen zu dürfen. Und so wie eben dann Ephraim als Name dieses Nordreichs, also des Körperlichen gilt, und gerade da der Name Israel dann auch bleibt, verbleibt, während das Südreich zunächst einmal nur als Juda bezeichnet wird. Also auch in dieser Zuordnung drückt sich eben aus, dass Juda allein, ohne die 10 verlorenen Stämme, im biblischen Narrativ nicht mehr Israel ist, zunächst einmal. Natürlich, es ist noch immer Teil Israels, es ist in dem Sinne auch Israel weiterhin, aber es ist nicht das ganze Israel. Und das kann erst wieder sein, wenn das Haus Israel auch zurückgekommen ist zum Haus Juda. Wenn also das Haus Ephraim, dieses, was bis in die Völker verstreut wurde und sich dort gänzlich verloren hat, das aber vom Namen her Ephraim hier und, also hier und dort, oben und hier unten auch Frucht bringen wird, erst wenn dieses Wesensmoment wieder auch mit Juda, zu Juda hinzugefügt wird, zu Yehuda, zum dankbar freudigen Lobpreisen Gottes. Erst dann ist aus diesem Lobpreisen auch wirklich wieder das ganze Israel geworden. Dieses ganze geistig-seelische Wesen wird auch wieder mal ein Begriff. So wie also dieses Böse des Satan von Jakob integriert werden muss, um wirklich das ganze Israel zu verkörpern. Zunächst in dieser Geschichte von Jakob und seinem Kampf als ein Mensch im mythischen Bild, aber dann eben auch im weiteren Verlauf der Bibelgeschichte als das ganze Volk Israel. Das muss eben auch dieses Zerstreutwerden des Nordreiches unter alle Völker aufgrund des Bösen, was die ganzen Könige des Nordreiches ständig am Tun sind. Das ist ja sozusagen die Konsequenz für das ständige Tun, was missfällig ist in den Augen des Ewigen. Deswegen geht ja das Nordreich verloren. Aber all das muss eben dann wieder integriert werden, mitsamt der Völker, bis zu einem gewissen Grad jedenfalls, mitsamt der Völker, in die es hinein verstreut wurde. Und so drückt sich also auch eigentlich genau in dieser Rückkehr
der verlorenen Stämme das aus, was sich in der Integration des Satan in Jakob zum ganzen Israel ausdrückt. Dass eben das Ganze, der vollendete Segen nur geschehen kann, wenn sogar das Böse mit integriert hineingenommen werden kann. Sogar dem Bösen die Erlösung gegönnt werden kann. Erst dann bin auch ich wirklich erlöst, wenn ich selbst dem Bösen, natürlich dem Bösen in mir, aber vor allem auch, das ist natürlich üblicherweise noch schwieriger, den Menschen scheinbar außer mir, also um mich herum, meinen Mitmenschen, die mir Böses antun, angetan haben, noch antun werden, wenn auch denen, genau wie mir selbst, gegönnt ist, die Erlösung aus dieser Welt heraus zu erleben, zu schmecken, erfahren zu dürfen. Und das geht eigentlich eben nur, wenn diese Spaltung von Ich und Nicht-Ich bis zu einem gewissen Grad aufgehoben ist. Das heißt nicht, dass man verloren geht in einer undefinierbaren Alles-ist-Eins-Schwammigkeit, aber man misst dem eigenen Ich nur noch den Wert zu, den es eben tatsächlich hat. Das ist nämlich die gottgegebene individuelle Perspektive auf dieses große Wunder der ganzen Schöpfung ist, die eben mir, meinem Selbst aus dieser Erlebnisperspektive herausgegeben ist. Aber ansonsten ist auch alles um mich herum genauso Teil von mir, mein erweiterter Leib, mein Gewand, in das ich eingehüllt bin, was ich hoffentlich als den Tau des Himmels und das Manna des Himmels, das mich speist und ernährt und erbaut, empfinden darf. Dann ist der richtige Bezug zu aller Umwelt und auch zu allen Mitmenschen hergestellt. Jetzt so in Gedanken, auch durchaus hier und da im Erleben, im Gefühl, ist das schon uns gegeben, auch mal zu erleben, zu genießen, zu schmecken. Aber in der wirklichen Verwirklichung, in jedem Moment des Alltagslebens, ist das eben etwas, was erst am letzten Punkt der Reise, am 10. Tag eben, uns geschenkt ist. Und darauf freuen wir uns alle. Ja, Zivi, du bist auf jeden Fall ein bisschen häufiger hier der Nebendarsteller in den Videos. Sein Bruder Ari sitzt ganz ruhig hier im Stuhl. Er sieht ihn nur so am Rande, aber ist natürlich nicht weniger wichtig. Moshe, Aryeh, Leib und hier unten Dawid, Zvi, Hirsch, Ari und Zevi, um auch mal die beiden Nebendarsteller hier vorgestellt zu haben. Und was heißt schon Nebendarsteller? Auch hier gilt, es gibt nicht wichtiger und unwichtiger, alles ist wichtig. Selbst das kleinste Lämmlein, was verloren geht, ist genauso wichtig wie die ganze restliche Welt, muss man so zu sagen. Und wenn wir das auch wirklich so empfinden dürfen und nicht nur vor uns her plappern, als große Weisheit, die wir mal gelernt haben, dann sind wir auch gute Hirten für unser eigenes Leben. Können wir hier vielleicht so als Ausklang dieses Monologes noch einmal auf diese Symbolik des Hirtentums und der Herde des Viehs eingehen? Natürlich auch wieder nicht erschöpfend gemeint, sondern mal auf diesen Aspekt des guten Hirten bezogen. Da sagt man dann nämlich, die Herde, das ist dein ganzes Leben, das ist dein Erlebtes, sagen wir hier. Alles, was du an Erinnerungen, an Empfindungen, an Ideen, an Gedanken, an Hoffnungen, an Sehnsüchten hast. Das ist deine Herde, das sind die verschiedenen Tiere, verschiedene Tierarten auch. Und in diesem Sinne geht es eben auch um das letzte kleine Lämmlein. Wenn es nur eine Erinnerung an irgendetwas ist, was du vielleicht auf den ersten Blick als unwichtig erachten würdest, so hast du doch das Vertrauen als dieser gute Hirte,
dass auch diese Erinnerung an diese vermeintliche Nebensächlichkeit deines Lebens doch etwas sehr Wesentliches ist, so wesentlich wie alles andere, an was du dich erinnern kannst. Und deswegen wirst du auch diese kleine Erinnerung niemals verlieren. Und das alles, was du hier in diesem Leben, in der Zeit doch vergisst, in dem Sinne verlierst, das willst du nicht für immer vergessen haben, sondern du vertraust darauf, dass, wenn Gott uns verspricht, eine Auferstehung der Toten, oder im Hebräischen meist er als ein Mechayeh HaMeitim, ein Wiederlebendigwerden oder Machen des Toten, des Gestorbenen, wenn so etwas uns versprochen wird, dann meint das nicht nur die gestorbenen Menschen und Tiere und Wesen, sondern auch alle Momente, alle gestorbenen Erinnerungen, Erlebnisse, die uns nicht mehr lebendig präsent sind. Und selbst eine Erinnerung, die man noch hat, ist ja nicht so lebendig uns gegeben, uns präsent jetzt in dem Moment, wo es Vergangenes ist, wie ein wirklich jetzt in der Gegenwart sich gestaltendes. Also, so schön es ist, wenn ich mich erinnere an die zwei Kater, die ich in meiner Kindheit in unserer Familie um mich herum hatte, in unserer Wohnung. Jimmy und Felix hießen die beiden. So schön diese Erinnerungen sind, so schön es auch mal ist, Fotos von ihnen mir anzugucken und so schön es ist, erinnert zu werden, wenn ich jetzt hier Ari und Silvi um mich herum habe, so sind diese Erinnerungsbilder an die beiden schwarzen Kater von damals doch längst nicht so voll und bunt und ja, Geschmacks- und Geruchs- und eben auch dem Tastsinne erreichbar. Wie es hier Ari und Sevi sind, die gerade um mich herum sitzen und schnurren und nach meiner schönen Templerkreuzkette greifen und mich anderweitig auf Trab halten, mal mehr als Herausforderung, mal einfach als Geschenk und meistens als Geschenk. Da ist einfach dieser Vorzug des Lebendigen und wenn es auch ein wildes Tier ist, Chaya, wie eine Kater das nun mal ist, gegenüber allem Gestorbenen. Lieber ein lebendiger Hund als ein toter Löwe, heißt es auch irgendwo, ich weiß nicht, in den Sprüchen vermutlich, in den Sprichwörtern. Jedenfalls, den Menschen, uns Menschen, ist es eben gegeben, dass wir bei aller Wertschätzung des Vergangenen doch das Gegenwärtige immer vorziehen. Instinktiv, intuitiv. Und die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten, das Wiedererwecktwerden des Gestorbenen, das Wiederlebendigwerden, bringt eben nicht nur dieses äußerlich plattverstandene Aufstehen von toten Leichnamen mit sich, sondern alles, alles nicht mehr vorhanden, alles Vergangene, was durch diese Unterwelt, das Totenreich, durch diese Gebärmutter, diese Neunheit, wie wir es schon kennengelernt haben, gegangen ist, wird dann als die Zehnheit, als die Einheit mit allem auf dieser neuen Ebene wiedergeboren. Und ja, das ist eben die wahre Auferstehung. Aber zurück zur Herde kommt, wo wir uns also auch um dieses kleinste der Lämmlein kümmern würden, als der gute Hirte, weil wir wissen, alles wird Teil sein bei dieser Auferstehung. Sonst wäre diese Auferstehung nicht die Auferstehung. Und da kann man dann noch so auch die Wörter auf Hebräisch näher angucken. Das Wort für Kleinvieh zum Beispiel, Zaon, kann man herleiten von der Wurzel Yetza. Oder Za einfach, Zadeh Aleph geschrieben. Das heißt einfach hinausgehen, hinausziehen und so weiter. Also, der ich euch herausgeführt habe aus Mitzrayim, aus Ägypten. Da steckt auch dieses Wort Hautzeti. Also das Ti ist die Ich-Form und das He, das Ho am Anfang ist eine Ableitung, ein Ho-Fall dürfte es sein, also eine bestimmte Grammatikform. Das ist das Machen, dass etwas geschieht sozusagen. Und die Wurzel ist da auch das Hinausziehen. Also der ich gemacht habe, dass ich hinauszieht aus Ägypten. Und ja, es gibt sehr viele Wörter, die sich von dieser Wurzel Zadeh Aleph ableiten. Auch das
was hinausgeht als das Ausgeschiedene des Menschen, das, was man fallen lässt, wo man der Tora, der Weisung nach, immer eine Schaufel dabei haben soll, um das, was aus einem hinausfällt, begraben zu können, damit kein Unrat herumliegt in dem Lager, in dem man wohnt. Denn Gott wandelt in diesem Lager mit uns und deswegen haben wir für eine gewisse Ansehnlichkeit zu sorgen, ist mein Bild gesprochen. Jedenfalls das, was da steht, was herausfällt, so die Ausscheidung des Menschen wird auch von dieser Wurzel, dem Hinausgehenden, abgeleitet. Die Schaufel übrigens wird von der Kaf, also von der geschlossenen, greifenden, nicht geschlossenen, aber greifenden Hand, wie auch der Buchstabe mit dem Zahlen der 20, also das Zeichen Kaf, genauso heißt. Das ist also auch die Schaufel, also unser tätiges Handeln, Eingreifen ist es, was dieses aus uns hinausfallende, dieses Unreine zu bedecken hat. Was sozusagen hilft, um es der Erde, dem Erdboden, der Adama zurückzugeben, um dann sogar noch in Form von Dünger Fruchtbarkeit ermöglichen zu können. Wie es Dieter Mionske, einer der großen Weinrebkenner unserer Zeit, einmal schön formuliert hat: Ja, fragt mal eine wunderschön duftende Rose, von was sie sich so ernährt hat im Laufe ihres Wachstums. Und das ist eben, das hat etwas zu tun mit diesem Geheimnis des Bösen, dass dieses Böse in der richtigen Weise integriert in das große Ganze sogar noch eine produktive, eine erbauliche Funktion übernimmt. Wie bei dem Schleifsteinbild es eben noch das Schleifen ist, was das Böse vollbringt, das in Form bringen des zu Schleifenden, des noch nicht perfekten Erdenmenschen also. So ist es eben der Dünger für die Pflanzenwelt und so ist es eben die Begegnung mit dem Engel Esaus und der Kampf mit ihm für Jakob, der ihn dazu bringt, diese seine eigene böse Seite, oder sagen wir, böse ist auch ein zu starkes Wort, vielleicht in manchem Kontext, das Widersacherprinzip in sich zu integrieren, um dann erst wirklich Israel sein zu können. Aber wieder weit abgeschweift vom Wort Zoon, das Kleinvieh, also Schaf und Ziegen, eben von dieser Wurzel des Ausziehens abgeleitet. Und wenn wir jetzt gucken, was so an Seelenregungen, Emotionen genannt wird, kann man ja auch dieses Wort eigentlich fast übersetzen wie ein Hinausziehendes. Also ex und movere, vom Lateinischen in die Griechischen vermittelt, jedenfalls im Deutschen, im Englischen hört man auch motion, die Bewegung da sehr gut raus. Emotion ist also auch das Hinausziehende. In dem Sinne könnte man vielleicht jetzt einfach mal vereinfacht sagen, Emotionen, das sind unser Kleinvieh im biblischen Bild gesprochen. Unsere Schafe und Ziegen. Für Ziegen gibt es sehr viele Wörter, da mag jeder selber mal im Gesenius, Wörterbuch fürs Hebräische der Bibel nachschlagen. Zum Beispiel As, Ein, Sein geschrieben, 77 vom Zahlenwert übrigens. Einerseits ein Bock, zum Beispiel bei Yom Kippur so genannt. Andererseits auch eine Art von Kraft, oft als sowas wie die Trotzkraft oder Widerstandskraft verstanden. Zum Beispiel die weniger ruhmreiche Erfindung, oder in manchen Kreisen eine sehr ruhmreiche Erfindung, der Uzi, also der Maschinenpistole mit diesem Namen, leitet sich sicherlich auch vom Ivritwort Az ab, also von der Kraft, meine Kraft sozusagen. Auch amerikanische Raketen werden Hellfire, also Höllenfeuer genannt. Ich denke, jeder kann mit solchen Symboliken auch selber seine weiteren Wege beschreiten. Ein anderes Wort für Ziege, Seir, das Gebirge. Seir gibt es auch, in dem wohnt Esau bezeichnenderweise, die körperliche erscheinende Seite der Zwilling Jakobs. Seir. Seora ist die Gerste,
Auch die Haare werden von dieser Wurzel abgeleitet. Ein Wort für Haare, Haare auf dem Kopf. Esau gilt ja auch als der behaartere der beiden Zwillinge. Seir, Saar, Shaar, also dann das Sin zu einem Shin, gleich geschrieben im Prinzip, aber anders ausgesprochen. Shaar ist das Tor, also ein Wort für ein Tor, eine Pforte. Also Haare haben etwas mit Pforten, mit Toren zu tun. Wird dann auch mit der Möglichkeit zur Begegnung in der Überlieferung zusammengebracht, sodass man sich in Trauerzeiten etwa die Haare nicht schneidet, weil in dieser Zeit man nicht in der Lage ist. Der Akku mal wieder. Und Katzen tun auch ihr Bestes. Jedenfalls, wir waren bei der Unmöglichkeit, in einer Trauerzeit neue Begegnungen zu haben. Daher dieser Bezug zum Haare schneiden, weil die Haare als Tore aufgefasst werden und Tore, die Orte der Begegnung oder die verbindenden Momente sind. Aber vielleicht zu anderen Begriffen. Bakar, das Rind, oder ein Wort für Rind, könnte man auch als Brecher übersetzen. Also auch der Morgen zum Beispiel, Boker, ist von derselben Wurzel Bet Kufresh abgeleitet. Das heißt also, beim Morgen ist es, wo der Tag durchbricht durch die Nacht und ein Stier oder ein Rind ist es eben, was zum Beispiel den Boden aufzubrechen vermag, indem mit ihm gepflügt wird, damit der Boden überhaupt neue Aussaat, neue Saat, neuen Samen empfangen kann. Und tieferen Sinne, oder sagen wir im übertragenen Sinne, könnte man dann eben das übertragenen Sinne könnte man also vielleicht das Rindvieh, Bakar, gerade als Durchbrüche auch im geistigen Sinne verstehen. Da meine Kater hier wirklich gerade alles tun, diese Aufnahme zu verunmöglichen, nehme ich das mal als Anlass, dieses Thema zumindest jetzt noch abzuschließen. So Gott will eines anderen Tages noch einmal mehr zu den verschiedenen Tieren, der Herden, des Viehs, mit ihren hebräischen Namen, deren Doppeldeutigkeit. Heute also etwas weniger komplexe Symboliken angesprochen. Fokus lag auf dem Wesen des Namens Israel, was da alles drin steckt. Wie Jakob, der Namensträger, diesen Namen überhaupt erst erhalten hat. Was an Vorfahrenschaft, das erst, sagen wir mal, den Grundstein dazu gelegt hat, dass die Möglichkeit des Jakob, dieser Existenz Jakob im biblischen Mythos vorhanden war, gelegt war. Was bisher noch nicht genannt wurde, war die Bedeutung des Namens Israel. Es wird ja an der Stelle auch ungefähr so begründet, denn du hast mit
Menschen und mit Göttern, Gott, mit Elohim, also diesem Gottesnamen, der Mannigfaltigkeit des Göttlichen, gerungen und hast bestanden. So ungefähr. Also da wird der Bezug zum Kämpfen, zum Ringen gezogen. Und das ist eben dann auch diese Wurzel Sin Resh, Shin Resh, die im Zentrum des Namens Israel, Israel steht. El am Ende, Aleph Lamed natürlich wieder diese Gottesbezeichnung. El, der sozusagen der kürzeste Gottesname oder ein sehr kurzer Gottesname, von der Kraft. El, auch einfach Kraft. Auch eine Kraft im Sinne von Anziehung. Das wurde, glaube ich, schon mal auch in einem anderen Monolog kurz angesprochen. Man könnte sagen, sowas wie die Anziehungskraft. Aber allgemein die Kraft, Kräfte in der Natur auch, könnte man als die El, Elim bezeichnen. Es wird dann meistens als Götter übersetzt oder Gottheiten. Aber vielleicht ist ja da der Bezug auch den meisten Leuten ersichtlich, wenn man das einfach mal so in den Raum stellt. Jedenfalls Israel, Israel hat also dieses L am Ende, davor dann dieses Sal und das J am Anfang ist sowas wie das R, also die R-Form, die dritte Person, Singular, Maskulin, die sich dann auch ausdrückt. Deswegen könnte man durchaus sagen, wenn wir Sar als Wurzel vom Ringen verstehen, er kämpft mit Gott oder er bekämpft Gott, er ringt mit Gott, mit einer Gottheit, mit der Gotteskraft auch. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten, diesen Namen auseinanderzunehmen oder zu deuten. Das Yesh am Anfang, also J, Shin, die ersten zwei Zeichen, könnte man auch für sich verstehen als es existiert, Dasein, das Dasein ist Yesh oder das Vorhandensein, das Existieren eben. Und dann könnte man es als Zusammenziehung von Yesh, Sar, El oder dergleichen, und dann hätte man, es existiert ein Fürst, denn Sar ist auch der Fürst, wir hatten schon das Wort Sar Esau genannt, der Fürst Esaus, der Herr Esaus, ist eben eine Art von Engelsrang, könnte man sagen, von einer Art Engelshierarchienlehre ausgehen. Es existiert also ein Fürst der Gotteskraft, ein Herr unter den Gotteskräften. Ich meine mich zu erinnern, dass in Gesenius auch ein Wort für eine Nabelschnur genannt wird, was auch mit den Wurzeln, mit dem Wurzelzeichen Shin und Resh geschrieben wird, sodass man dann also, es existiert eine Nabelschnur Gottes, als Israel übersetzen könnte. Also eine Art nährende Verbindung zu Gott existiert. Und dieses Wissen ist sozusagen das Zentrum von Israel, der Name von Israel. Dieses Bewusstsein des Nährenden, des genährt werdenden Verbundenseins, wie über eine Nabelschnur das Kind zu seiner Mutter verbunden ist, zum Ewigen, zu Gott verbunden zu sein. Jedenfalls Israel, da steckt unter anderem dieses Ringen, dieses Kämpfen drin. Die Gotteskraft natürlich, El, und das Er am Anfang. All diese Abstraktionen kommen eben niemals an diese Bilder der Geschichten ran, die damit einhergehen. Und das ist eigentlich noch viel wesentlicher. Israel wirklich vom Wort her zu verstehen, bedeutet vom Wort Gottes her insgesamt, nicht nur von diesem Wort, aus diesen fünf Zeichen, fünf hebräischen Zeichen, sondern vom Wort der ganzen Bibel her, was über Israel, sowohl über Jakob Israel, als auch über das Volk Israel so alles erzählt wird. Das alles sollte mitschwingen, wenn man von Israel im biblischen Sinne spricht. Sagen einfach, Israel, stehe für sich, lege sich selbst aus. Und jetzt langsam zum Ende eines langen Tages kommt. Baruch Hashem, gelobt sei der Name des Ewigen, der Name des Gottes. Und
tatsächlich auch der Name der Gotteskraft, die sich in so vielmaliger Feindlichkeit auszudrücken vermag.